Ja, willkommen zurück zu Illusion of Time für das Super Nintendo. Und es geht jetzt hier weiter. Ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachtstage gehabt. Schönes Weihnachtsfest gehabt. Jetzt geht's regulär weiter bis Silvester mit meinen Projekten hier. Also bis, ausschließlich Silvester. Also jetzt nicht bis einschließlich Silvester, dass jetzt am Silvester dann auch noch was kommt. Also natürlich wird Silvester wird noch was kommen von mir. Allerdings nicht jetzt die regulären Projekte oder keine Videos der regulären Projekte, sondern ein Special werde ich machen. Ich habe schon so einiges für das Special gemacht. Und das wird dann direkt Silvester kommen. Das wird dann so ein Jahresrückblick werden und ein Best-of der Szenen aus Videos von diesem Jahr. Gut, ja, im letzten Part haben wir erfahren von Lance, dass es seinem Vater wohl besser geht. Jetzt wollen wir mal mit ihm sprechen. Das habe ich im letzten Part nämlich vergessen. Gut, was sagt er hier? Ich begleitete Ullmann auf seiner Expedition. Es war gefährlich, aber spannend. Ich glaube, das hat er schon vorher gesagt, ne? Aber gut, wir wissen jetzt, dass es ihm besser geht und dann können wir jetzt beruhigt in die nächste Stadt aufbrechen. Ich weiß nicht, wer sagt das hier? Nils Familie betreibt ein Handelsunternehmen in Euro. Ja, Euro ist übrigens die Stadt. Das ist, so heißt die nächste Stadt nämlich. Und ja, Euro, könnte man jetzt denken, hä? Das ist doch eine Währung. Die gab es zu Zeiten von Illusion of Time, also als die Entwicklungsarbeiten in Illusion of Time durchgeführt wurden, kannte man das nicht. Und auch nicht, als es übersetzt wurde. Also da war der Euro noch weit entfernt. Ich wünschte, Lance und Lily kämen mit uns. Ja, die bleiben jetzt hier übrigens. Also unsere Gruppe wird immer kleiner. Erst Seth untergegangen, jetzt bleiben Lance und Lily hier und jetzt sind wir nur noch zu viert hier. Ihr habt Krugs? Sie sind doch so teuer. Warum so traurig? Vielleicht sollte ich besser nicht fragen. Ich denke, wir sollten nach Westen gehen, nach Euro. Lance und Lily möchten hier bleiben. Du solltest mit ihnen sprechen. Habe ich das nicht schon im letzten Part? Na gut, mach ich nochmal. Auch ich habe mich entschieden, hier zu bleiben. Fragt Lance nach dem Grund. Ich würde gern bei euch bleiben, aber ich kann meinem Vater nicht im Stich lassen. Außerdem gibt es da noch einen Grund. Ich habe vor, mehr Zeit mit Lily zu verbringen. Ich fühle mich irgendwie unwohl, denn ich lasse euch nicht gerne alleine. Aber ich muss meinem Herzen folgen. Dennoch wünsche ich euch alles Gute. Ich hoffe, ihr werdet es schaffen. Der Augenblick, wenn sich zwei Menschen das erste Mal verlieben, ist magisch. Dieses Gefühl wird man niemals vergessen. Meine Eltern wohnen übrigens in Euro. Sie werden uns helfen, sobald wir dort sind. Auf nach Euro. Und da reiten die mir den Krugs nach Euro. Das sieht lustig aus. Euro. Wir durchquerten die Wüste und erreichten nach langer Reise die Stadt Euro. In Euro herrschte reges Treiben. Die Stadt war viel größer, als ich dachte. Nils Eltern lebten hier. Sie betrieben eine Firma namens Rolex. Nil war das erste Mal seit 3 Jahren hier. Seine Eltern waren außer sich vor Freude. Sie zündeten ein Feuerwerk und bestellten Tänzer. Es war eine einmalige Willkommensfeier. Ja, und Rolex. Ich denke mal, jeder wird eine Verbindung mit Rolex sehen. In diesem Haus leben Nils Eltern. Wir durften die Gästezimmer benutzen. Gästezimmer. Oh, hier spielt die Musik aus dem Schloss von König Edward. Fühlt euch wie zu Hause.
Ich möchte mit meinen Eltern sprechen. Es ist 3 Jahre her. Okay, ja, dann werden wir uns hier mal umschauen. Ich habe Angst, wenn ich nun dringend mal auf Toilette muss und weit und breit keine finde. Was für ein Haus. Die Stadtbewohner scheinen reicher zu sein als der König selbst. Meinst du jetzt dein Vater oder was? So, irgendwo gibt es hier ein rotes Juwel zu finden. Ich habe schon, bevor ich den Part begonnen habe, so ein bisschen mal in die Liste geschaut, wo eventuell hier Juwelen sein können. Im Hotel in Euro. Das soll hier übrigens das Hotel sein. Das ist aber kein Hotel. Das ist nämlich das Anwesen von Nils Eltern. Für sich selbst oder für andere zu leben, das ist die Frage. Ich dachte, sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Na gut. Wir haben so viel Geld verdient, jetzt wollen wir den Rest unseres Lebens genießen. Du wärst der richtige Nachfolger für uns. Ja, die diskutieren jetzt wohl darüber, dass Neil der Nachfolger wird. Mit dem Vater kann man gar nicht sprechen, okay. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Moment mal, ist das rote Juwel? Ist es das, was ich denke? Wenn es das ist, was ich denke, dann muss ich so einiges dafür erstmal machen. Aber gut, dazu dann gleich mehr. Das scheint Nils Schwester zu sein. Anne heißt sie. Vor einigen Tagen erschien ein mit Umhang verhüllter Fremdling. Er fragte, ob jemand mit Namen Kara in der Stadt erschienen sei. Seine Augen waren kalt. Soll ich Kara davon erzählen? Ich glaube, hier sollte man auswählen. Nein, bitte nicht, oder? Ich glaube, dann... bekommt man nämlich die Gelegenheit, eine kleine Quest zu machen. Und ich glaube, dann bekommt man das rote Juwel. Also sie soll Kara nicht davon erzählen. Hehe, ich habe eine Schwachstelle gefunden. Ah, ich habe Hunger. Hol mir einen Apfel vom Markt. Nutze mich aus hier. Als, Bote, gewissermaßen, oder als, Lieferant für Äpfel. Der Präsident von Rolek lebt in diesem Anwesen. Ja, riesiges Anwesen, also die haben ordentlich Asche gemacht. Zwischen den Häusern befinden sich viele dunkle Gassen. Kürzlich stellte ein Mann namens Schakal viele Fragen. Dann war das also der Mann, den Anne erwähnte, der Schakal. Der Schakal, der ist uns auf den Fersen. Er trug das Böse in seinen Augen. Ich vermute, er verfolgt jemanden. Kann ich so mit ihm sprechen? Das ist eine Teekanne. Wir nennen sie Tränenkanne. Einst brach ein furchtbarer Krieg aus. Als die Männer in die Schlacht zogen, sammelten die Frauen ihre Tränen in diesen Kannen. Okay. Wenn man ihn von der Seite anspricht? Hey, Rotznase, auf dieser Seite der Theke hast du nichts zu suchen. Verschwinde. Ja, gut, wenn du unbedingt musst. Das ist das Buch, das Rowski über die Zukunft der Menschheit schrieb. Ja, die sagen das alle. Ich glaube, nicht alle sagen das, aber... Ja, die meisten sagen das. Glaubst du an Wahrsager? Eigentlich nicht. Das ist gut, ich glaube nämlich an alles. Wenn ich auf Ja klicke... die Zukunft zeigt sich düster und unsicher. Ein riesiger Komet nähert sich der Erde. Die menschliche Rasse wird sterben. Verzweiflung ist alles, was danach bleibt. Noch so ein Kunde und unser Urlaub ist gesichert. Ja. Das ist Maismehl, um Brot zu backen. Tut mir leid, aber für so etwas bist du noch zu jung. Was ist denn das dort? Was sind das? Das ist bestimmt irgendwie Alkohol oder sowas, ne? Viele Leute befinden sich unter dem Einfluss des Schreins. Oh, Fisch hier, ohne Händler. Unsere Früchte sind reif und schmackhaft. Dank der Firma Rolek floriert die ganze Stadt. Schlimme Gerüchte sind im Umlauf, aber ich denke, die Firma ist in Ordnung. Ich sehe, dass du ihn möchtest. Greif zu! Du erhältst einen Apfel. Das ist der Marktplatz. Hier findest du alles, was du brauchst. So. Ja. Dann haben wir hier einen Apfel.
Rote Apfel, du hast den Apfel vom Markt in Euro. Wenn man diesen Apfel jetzt selber isst, dann bekommt man 1 HP aufgefrischt. Aber wir haben ja Anne versprochen, ihr einen Apfel vom Markt mitzubringen. Danke, aber einer reicht mir nicht. Oh, du bist vielleicht eine verwöhnte Göre, ey. Ich glaube, 3-mal muss man das machen, wenn ich jetzt recht in Erinnerung habe. 2 oder 3-mal. Komm jetzt hier. Das ist wieder so ein Hin und Her hier. Danke, aber einer reicht mir nicht. Oh, come on. Also dann sind es 3-mal. Also 3-mal muss ich den Apfel bringen. Man kann auch nur einen Apfel zur Zeit tragen, wenn ich sie nämlich noch einmal anspreche. Einen Apfel, er ist frisch. Dann kriege ich nämlich keinen weiteren. Also man muss die Äpfel einzeln überbringen. Du bist sehr nett. Liegt das an mir oder machst du das nur, damit ich Kara nichts sage? Egal, nimm dieses rote Juwel als Geschenk. Rotes Juwel erhalten. Yay. Sehr schön. Und was ist, wenn ich jetzt mit ihr spreche? Pass gut auf deine Kara auf. Okay. Ich werde mir Mühe geben, aber manchmal ist es nicht so einfach mit ihr. So. Ach so, übrigens, ich kann ja jetzt dieses Testament. Moment. So. Ich kann das Testament nämlich. Mann, wo ist denn das hier? Entfernen. Dann seht ihr auch mal, wie es ist, wenn man einen Gegenstand entfernt. Das geht. Das brauche ich ja nicht mehr, das Testament hier. Testament entfernen? Auf jeden Fall. Piup! Rausgeflogen. So. Ja. So, dann wollen wir uns die Stadt noch weiter anschauen. Das ist wohl die größte Stadt im ganzen Spiel, oder? Hier ist die Geschäftsstelle der Firma. Fast jede Ware in dieser Stadt kommt von Rolex. Von Rolex, ne? Firma Rolex. Ich glaube, sie sprechen über ihre Arbeit. Ich hörte, wenn ich mit dieser Firma Geschäfte mache, kann ich alles bekommen, was ich möchte. Wir können alles besorgen. Tee, Früchte, sogar Felle. Ich darf's nicht sagen, aber sogar Sklaven. Sklavenhandel. Der Sklavenhandel wurde also von der Firma Rolex angetrieben. Oh, 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 hier. Nils Eltern, na gut, die wissen wahrscheinlich nichts davon, oder? Will ich mal so hoffen. Ja, die Firma handelt mit allem Erdenkbaren. Wie ein Kind? Hier wird über Geschäfte gesprochen. Verschwinde. Bin ja schon weg hier. Außerdem sieht Will gar nicht so aus wie ein Kind. In dem nächsten Gebäude ist Gepäck gestapelt. Manchmal hört man ein Stöhnen aus dem Gepäck und es bewegt sich. Seltsam. Ja, da sind bestimmt Sklaven drin dann, ne? Oh meine Güte. Und hier? Kann man hier irgendwas hören oder sehen oder sowas? Na. So. Da geht's, glaube ich, nicht weiter. Ich glaube, hier unten konnte man nicht in irgendeine Tür hineingehen. Weil hier ja auch keine Türen sind. Okay. Da geht's auch nicht weiter. Was sagt er hier? Willkommen in Euro, der Händlerstadt. Die Stadt hat sich verwandelt. Rolex plötzlicher Aufschwung brachte viele Händler hierher. Irgendwas verbirgt sich hinter dem Erfolg. Oh, das Wärmportal gehe ich aber noch nicht rein. Ach, hier muss man sich anstellen, ne? Oh, ich
Ich gehe hier in den Hintereingang rein. Das ist der Ausgang. Bitte benutze den Eingang. Okay, ja. Hier kann man sich jetzt anstellen. Und dann kann man so Sachen da bekommen. Das heißt, hier muss man jetzt warten. Ich sah die Schlange und wunderte mich, warum so viele Leute anstehen. In diesem Laden findest du Lebensmedizin. Ich weiß nicht, ob sie hilft, aber jeder wünscht sich ein langes Leben. Ja, und jetzt dürfen wir hier schön warten. Nein, ich mache nicht auf Fast Forward, weil das würde ja... das würde es zwar schneller machen, aber... Und ich hasse ja warten, aber... ich spiele es jetzt so... Außer ich zeige euch gewisse Sachen, ja? Dann mache ich natürlich Rewinds. Also das, wenn ich euch Sachen zeige, sind es eigentlich Aktionen, die ich normalerweise nicht gemacht hätte, wenn ich das jetzt auf dem Super Nintendo gespielt hätte. Dann, ja? Und Fast Forward hat man auf dem Super Nintendo ja auch nicht zur Verfügung. Also muss man hier schön geduldig warten. Also Lebensmedizin bekommt man dort. Darum sind die alle so, naja... Und das sieht jetzt so aus, als wenn hinter mir jetzt wieder neue Leute hinzugekommen sind. Aber das ist so einprogrammiert, dass wenn einer reingeht, dass der dann auch beim Ausgang wieder rauskommt. Und das soll so wirken, dass die Schlange immer länger wird. Dabei sind es immer dieselben hier eigentlich. Ihr seht ja, der kommt da raus und stellt sich dann an. Also da haben die hier wirklich etwas minimalistisch gearbeitet, statt dass da neue Leute kommen. Dann, ne? Aber gut, das wäre programmtechnisch ein bisschen aufwendig. Jedenfalls für ein Super Nintendo-Spiel. Deswegen haben die das so gelöst. Ja, natürlich will ich auch noch mit den anderen Leuten in der Schlange reden. Aber erstmal möchte ich selber hier warten. Und wenn ich jetzt rausgehe aus der Schlange, dann... drängeln die sich vor. Das heißt, ich hätte dann jetzt hier bis hierher dann umsonst gewartet. So. Das ist ja wie beim Supermarkt hier, wenn es auf Feiertage zugeht. Da denken die Leute auch immer alle, dass irgendwie die Hungersnot ausbrechen wird. Furchtbar sowas. Ah, meine Güte, heute noch. So. Ja, ich kann da noch nicht rein. Aber ich laufe jetzt in diese Richtung hier. Denn irgendwann werde ich da reingehen können. Ja, denn es scheint noch jemand vor mir zu sein hier, der da eben die Tür blockiert. Unsinnig ist jetzt, weil warum haben die es eigentlich nicht erlaubt, jetzt schon reinzugehen? Komm jetzt! Na endlich! Bist du nicht mit Neil in diese Stadt gekommen? Dieses Geschäft gehört auch Rolex. Ja, was gehört denn nicht Rolex, bitte? Als Freund des künftigen Firmenchefs kannst du dir nehmen, was immer du möchtest. Oh, freie Auswahl hier, ne? Aber die kommt mir hinterher hier. Okay, kann nur zwei Sachen kann ich hier nehmen. Einmal, das ist Lebensmedizin. Versuchst du sie? Ja. Uah, das schmeckt wie Hundekuchen. Nun bist du stärker. Ja, ihr habt ja eben gesehen, als ich das genommen habe, da hab ich einen... Ja... so einen Lebenspunkt dazu bekommen. Und was ist hier? Das nennt sich dunkle Medizin. Probierst du? Ja, kann ich machen. Der Duck Fryer ist mächtig genug. Ach so. Wenn ich jetzt nicht mit den Juwelen gemacht hätte, den Duck Fryer verstärkt, dann hätte ich das hier alternativ machen können. Aber der Duck Fryer ist halt dadurch, falls ihr euch an den letzten Part erinnert, dass ich 30 Juwelen gesammelt habe, ist der Duck Fryer stärker geworden. Und jetzt brauche ich das eigentlich gar nicht mehr hier. Gut. Geht's nach Hause? Vielen Dank. Ja, Lebensmedizin. Was sagt er hier? In diesem Laden findet ihr die besten Waren. Achso, hä? Ich sah die Schlange und wunderte mich, warum so viele Leute anstehen. In Zeiten der Not sind die Leute für alles dankbar. Wir müssen immer anstehen.
Ja, das kennen wir schon. Ich sah die Schlange und wunderte mich, warum da so viele Leute anstehen. Und hier war ich schon drin, ne? Ja. Da war das Sphärenportal. So, was sagt sie hier? Hallo. Zwischen den Häusern befinden sich viele dunkle Gassen. Das hat doch schon jemand anderes gesagt. Hier wohnen der weltberühmte Rowski und... Was? Erasques, der Geigenspieler. Sie streiten ohne Ende. Genies sind schon sonderbar. Das sind also die beiden alten Leute hier. Okay. Zwei alte Herren streiten über etwas. Rowski. Eure Schöpferkraft ist gewaltig. Sie dröhnt wie ein Sturm. Alter Angeber, du lügst, dass sich die Balken biegen. Spürst du es? Eine seltsame Kraft geht von dir aus. Ich besitze einen sechsten Sinn für so etwas. Ich kann vieles fühlen, ohne es zu sehen. Wenn die Zeit reif ist, gehe zum Tempelberg und schaue dir die Kanne an. Die Kanne? Rowski hat auf Wills Karte den Tempelberg eingezeichnet. Dieser Tempelberg ist übrigens der nächste Dungeon. Da gehen wir aber in diesen Part nicht mehr hinein, denn es gibt hier noch viel zu erledigen in Euro. Und über Euro hinaus auch noch eine Sache. Über die auf dem Tempelberg aufbewahrte Teekanne ist ein Streit ausgebrochen. Tränen, die einst ein Geist vergoss, sind dort zu finden. Man sagt, sie retten Menschen. Okay. Sagt er hier noch irgendwas anderes jetzt? Die Tränen der Geister sind in der Teekanne. Die Tränen der Geister in der Teekanne zeigen dein wahres Ich. Ja. Ja, also haben wir schon mal einen Hinweis darüber, wo wir zunächst gehen müssen. So, hier ist, glaube ich, ein rotes Juwel, oder? Jupp. Das ist das zweite in dieser Stadt hier. So, gehen wir erstmal hier rein. Oh. Einst ging ich mit meinem Bruder zum Tempelberg. Wir verirrten uns dort. Riesenpilze und Pflanzen wachsen dort. Es ist wie ein Labyrinth. Mit Hilfe von Pilztropfen kann man geborstene Pflanzenstränge wieder zusammenfügen. Diese Pilztropfen sind auf dem Berg zu finden. Du wirst wissen, was ich meine, wenn du dort bist. Oh ja, Tempelberg, das wird auch noch so eine Sache sein. Ziemlich langer Dungeon übrigens auch. Und das ist, glaube ich, der Juwelier, ne? Ja, ich weiß, dass der Juwelier ist. Schaut euch mal an, was er hier macht. Der guckt da raus und dann geht er wieder runter, wenn ich vorbeigehe. Oder ist er runtergefallen oder was? Wie er da so rausluchst. Oh. Hallo Leute hier. Max. Ich frage mich, auf welche Expedition er uns diesmal mitnimmt. Ich fürchte, es hängt ganz von der Laune von Freezer ab. Hehe, was, von Freezer? Wo ist Freezer? Freezer ist in diesem Spiel vorhanden. Nope. Der wird uns alle umbringen hier. Das ist Freezer. Gut, Freezer wird eigentlich anders geschrieben. Also der Freezer aus Dragon Ball Z. Oder eben aus dem Manga Dragon Ball. Ich meine, jeder, der Dragon Ball kennt, wird auch Freezer kennen. Also vor allem auch Dragon Ball Z, den Anime. Ne? Ich bin Freezer, da... Ich bin Freezer, der Forscher. Ich möchte in die Geschichte eingehen als der Entdecker des babylonischen Turms. Rudi. Ruinen sind umwerfend. Ich kann die nächste Expedition kaum abwarten. Ah ja. Ihr seid also... Ja, genauso wie Ullmann auch solche Forscher hier. Also ich glaube, irgendwo konnte man hier so... Genau, hier reingehen. Wenige finden diesen Ort. Du hast es geschafft. Ich werde dich mit neuer Stärke belohnen. Es ist vollbracht. Geh nun. Hä? Neue Stärke belohnen? Habe ich jetzt irgendwas dazu bekommen oder sowas? Naja. Warum nicht? So. Kann man hier auch noch irgendwie... Ach, hier ist auch noch was, ne? Das ist der Schrein. Der Präsident der Firma kommt oft mit seiner Frau an diesem Ort. Schrein. Das ist ja so wie so eine Kirche. Das ist doch die Jungfrau Maria, die dort als Statue steht. Nanu, der Wind kommt von der Statue. Nachsehen? Ja. Sklaven! Und Skelette.
kann man nicht untersuchen. In der Nähe unserer Häuser verbreiten sich viele Seuchen. Schlimme Seuchen, die deinen Körper in Stein verwandeln. Ich war dort Sklave, also floh ich. Ich vermisse meine eigene Sprache, doch ich werde sie nie wieder sprechen. Die Toten dort waren unsere Freunde. Ich konnte ihnen nicht helfen. In Euro musste ich deine Sprache lernen, um weiterverkauft werden zu können. Ich spreche nur etwas von der Sprache. Wir kommen von sehr weit her. Gutes Juwel gefunden. So, jetzt gucke ich nochmal ganz kurz in den Spielberater. Enge Passage in Euro, im Hotel in Euro, das Fass im Keller der Kirche in Euro, ja. Also wir haben jetzt alle Juwelen in Euro gefunden. So. Viel ist jetzt nicht mehr zu untersuchen. Hier, das ist... Der Part hat jetzt schon Überlänge. Hier leben die Einwohner, Zutritt verboten. Ja, da kommt man nicht weiter, da leben jetzt die Einwohner. Also Euro ist eine echt riesige Stadt. So. Ach nee, Quatsch, ich wollte erstmal noch zum Juwelier... Moment mal, habe ich noch genügend Platz? Genau, das mache ich erst im nächsten Part, dann gehe ich zum Juwelier. Denn es gibt noch ein anderes Juwel zu finden. Und zwar in Watermere. Das kann man erst bekommen, wenn man in Euro war. Bisheriges Geschehen speichern? Ja. Es ist vollbracht. Reise fortführen? Ja. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dann. Tschüss.